Jewgeni Konoplyanka ist nun auch auf dem Rasen auf Schalke angekommen. Guten Tag. Hallo. Bei der heutigen Einheit am späten Nachmittag betrat der 26-jährige Flügelstürmer erstmals in Sportklamotten das Schalker Feld. Zuvor war Konoplyanka nur zur Vertragsunterzeichnung auf Schalke gewesen und anschließend direkt wieder zur Nationalmannschaft gereist. Kono, wie sich der Ukrainer selber nennt, wurde zunächst für ein Jahr von FC Sevilla ausgeliehen. Allerdings besitzen wir eine Kaufoption für den Europa-League-Gewinner der vergangenen Saison.